Vor einiger Zeit hatte ein Freund von uns ein geistliches Bild, eine Vision. Und in dieser Vision ging es um Deutschland. Er sah ein Grab und in dem Grab lag der Glaube in Deutschland. Der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an die Bibel, der Glaube an den Schöpfergott, der Glaube. Er war tot. Er lag im Grab. Und er sah, wie dieser Glaube mit Binden umwickelt war. Viele Binden. Der war richtig eingewickelt, eingebunden, umhüllt damit. Und er wusste, das waren Binden, Bindungen wie Humanismus, liberale Theologie, Verstandesglaube, rationales Denken, Materialismus und so weiter. Und plötzlich sieht er, wie Jesus vor diesem Grab steht und diesen Toten wieder ins Leben hervorruft. Er ruft ihn hervor und sagt, komm heraus. Und dann werden diese Bindungen, diese Binden abgenommen. Und der Glaube ist wieder da, er steht wieder auf, er ist wieder lebendig geworden. Ein Bild, das mich gesegnet hat. Natürlich basiert es auf der Auferweckungsgeschichte von Lazarus. Lazarus war 4 Tage tot. Der Körper war hin. Er war bereits im Verwesungszustand. Er stank. Er war unrettbar verloren. Der Tod war da. Der hatte die Grenze ohne Wiederkehr überschritten. Und Jesus kommt, widersteht einfach diesem Zustand des Todes und ruft diesen Toten hervor. Da lesen wir im Johannes, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt. Und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihm, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Genau das ist das Bild. Umbunden von irgendwelchen Tüchern. Er muss frei werden davon, damit er gehen kann. Der Glaube kann wieder lebendig werden. Kann er noch so tot sein, wie er will? Der Herr hat das letzte Wort und er kann das Tote wieder ins Leben hervorrufen. Das erinnert an folgende Bibelstelle. Der in Fesseln Gekrümmte wird bald losgelassen werden und wird nicht hinsterben ins Grab. Und sein Brot wird ihm nicht mangeln. Es kommt was Neues. Derjenige, der schon scheinbar völlig tot und verdorben ist, er kommt wieder ins Leben. Nun, vielleicht sagst du, so schlimm kann es mit dem Glauben in Deutschland ja nicht aussehen. Ich möchte dir dieses Säulendiagramm hier zeigen. Hier siehst du 2 Zahlenangaben, einmal aus dem Jahr 1909, einmal aus dem Jahr 2019. 1909 hatten wir 65 Millionen Menschen in Deutschland. Und unten das Rote, was da wie so ein Bodensatz aussieht, das ist die Anzahl der Leute, der Menschen, die sagen, ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus. Ich habe ihn als meinen persönlichen Herrn und Retter angenommen. Ich bin ein wiedergeborener Christ, ich glaube an die Bibel. Das ist dieser rote Bereich. Und im Jahr 2019 siehst du, dass der Bereich genauso stark ist. Kein Wachstum seit über 110 Jahren. Kein Wachstum. Heute haben wir aber zwischen 84 und 85 Millionen in Deutschland als Bevölkerung. Der rote Bereich, das sind knapp 2%. Das ist zwischen 1,5 und 2 Millionen Leuten. Das sind die Leute, die von sich sagen, ich bin Christ im Sinne der Bibel. Ich bin Christ, ich habe mein Leben Jesus gegeben, ich habe eine persönliche Beziehung zu ihm. Und wenn du das siehst, dann siehst du, der Glaube ist tatsächlich in Deutschland tot. Weißt du was? In der Missionsstrategie, bei den Missionsschulen gibt es eine Zahl und man sagt, ein Land, wo 10% der Bevölkerung mit dem Evangelium erreicht sind, die Christen geworden sind, wird nicht mehr als Missionsland beschrieben. Deutschland ist danach ein eklatantes Missionsland. Der Glaube scheint wirklich tot zu sein.
Aber das Schöne in dem Bild war ja, Jesus kommt und er ruft das, was tot war, wieder ins Leben. Deutschland wird eine gewaltige Veränderung erleben. In Deutschland werden sich Dinge verändern. Das, was momentan unmöglich scheint, wird möglich werden. Der Herr wird aufstehen und er wird Totes wieder ins Leben bringen. Der Glaube wird wieder eine richtige Größe in Deutschland werden. Menschen werden sich in großen Scharen bekehren, werden gerettet werden. Und wir werden Zeichen und Wunder und Heilung noch und nöcher erleben. Das haben uns viele, viele Propheten immer und immer wieder bestätigt. In dem Sinne sind wir gespannt, was der Herr für Deutschland hat und was er für uns hat und letztlich auch, was er für dich hat. Denn irgendwie bist du damit ja auch verlinkt und verbunden. In dem Sinne freu dich, denn Gott hat wirklich mehr für uns.